Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es mal um ein Thema, wo ich mich jedes Mal wieder frage, wenn ich es sehe, warum machen das die Leute und können es nicht berechnen? Und hier zeige ich jetzt mal, wie man es am besten macht, aber vor allem, was immer so falsch daran ist. Denn ich komme hauptsächlich darauf, nicht etwa, weil ich es im Studio sehe, ich trainiere nachts, da werde ich kaum von so etwas belästigt. Nein, sondern weil ich es tatsächlich bei denjenigen sehe, die es demonstrieren auf Instagram. Da swipe ich da durch die Gegend und sehe ganz plötzlich, wie sie Übungen machen. Und das sogar Profis, Leute, die sogar schon auf der Bühne Dinge gewonnen haben und scheinbar nicht ganz darüber nachdenken. Jetzt ist aber die große Frage, denken Sie nicht darüber nach oder nehmen Sie das in Kauf? Jetzt geht es um die allgemeine Aufklärung, was ich meine und was das mit diesem Pappstrohhalm zu tun hat. Das werde ich euch gleich erklären. Was haben all die Übungen, die ihr hier jetzt gerade seht, demonstriert von mir gemeinsam? Na, kommt ihr dahinter? Das sind nämlich Übungen, wie ich sie immer wieder sehe und wo sicherlich so einiges nicht bei bedacht wurde. Und jetzt werde ich darüber aufklären, was ich damit meine. Und zwar geht es grundsätzlich darum, wie ich Kabelzüge richtig einstelle. Unter besten Umständen haben wir einen Kabelzug, so wie in diesem Fitnessstudio, wo wir die Achse verlagern können, da wo quasi das Gewicht hinführt. Wenn ich in meinen Videos immer wieder davon spreche, dass eine Schwerkraft von irgendwo kommt, dann ist damit beim Kabel eben gemeint, wo die Schwerkraftquelle ist. Das heißt, die hätten wir dann immer da. Warum nenne ich das hier die Schwerkraftquelle? In den normalen Fällen geht die Schwerkraft immer direkt nach unten, klar, zum Boden. Wenn ich etwas fallen lasse, geht es auf direktem Weg runter. Und dementsprechend kann ich auch alles, was mit freien Gewichten zu tun hat, genau berechnen. Habe ich also Langhantel-Curls und führe die nach oben, dann führt das Gewicht immer direkt nach unten. Heißt, wenn ich das hier so in der Hand halte, wird der Bizeps eigentlich so gut wie noch gar nicht belastet. Habe ich es hier, 90 Grad Winkel, dazu kommen wir später, ist die Belastung am größten. Und habe ich es hier, dann wird schon wieder ein wenig Entlastung stattfinden, zumindest im Bizepsanteil. Und genau so kann man das Ganze berechnen. Wenn es sogar in einer Linie mit der Schwerkraft geht, wie beim Bankdrücken, da drücken wir nach oben, genau in einer Linie mit der Schwerkraft haben wir recht wenig zu berechnen. Dann gibt es aber auch komplexere Übungen, wie fliegende. War immer wieder ein Thema und findet ihr mehr zu hier bei dem Video und auch bald in einer Beschreibung. Da haben wir eine komplette Range von, wir haben das Gewicht oben in einer Linie mit der Schwerkraft bis hin zu den 90 Grad im unteren Teil, was wirklich einen großen, großen, großen Unterschied des Gewichts ausmacht und wie wir es fühlen. Und jetzt erstmal zur Erklärung mit dem Strohhalmprinzip. So, und hier habe ich einen Pappstrohhalm und ein Gummiband. Dieses Gummiband repräsentiert jetzt quasi unser Seilzug. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt hier festhalte, dann zieht es quasi zu dieser Quelle, zu meinen Fingern immer wieder hin. Und jetzt folgendes. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich diesen Pappstrohhalm jetzt nehme, hier oben das Gummiband festmache und dann nach unten ziehe, wenn ich ein bisschen geschickter damit wäre, wie lange, denkt ihr, kann der Pappstrohhalm diese Spannung hier, ich habe es jetzt wirklich ums Doppelte, vielleicht sogar bis zum Dreifache gespannt, standhalten. Wenn ich das so mache, kann ich es euch sagen, so ziemlich unendlich lang. Der Pappstrohhalm wird gar nicht nachlassen. Das geht in einer Linie dazu und demnach muss er recht wenig aufbringen. Jetzt bringe ich mal die gleiche Kraft auf, in dem gleichen Strohhalm und mache das hier am Ende. Wenn ich jetzt lang ziehe, jetzt merkt ihr, er biegt sich schon und da geht es schon los, wenn ich jetzt das gleiche anwende. Oh, da lässt er nach. Das heißt, der gleiche Gummiband mit der gleichen Kraft dahinter hat einmal den Strohhalm gebogen und einmal nicht. Wie kommt das? Ganz klare Physik. Und zwar ist die Kraft immer da am größten und der Hebel, wo ich sie im 90-Grad-Winkel habe. Hier ist jetzt ein genauer 90-Grad-Winkel drin. Und deswegen habe ich hier eine sehr große Kraftwirkung drauf. Und wenn ich mit der Kraft in einer Linie bin, ist da, ist da die wenigste Kraft da drauf. Genauso wie sie natürlich dann unten in einer Linie wäre. Und alles dazwischen, das heißt, wenn ich die Kraftlinie hier habe und 45 Grad Winkel, wird wieder immer etwas weniger zu den 90 Grad. Das hier ist der stärkste. Und genau das Prinzip müssen wir immer im Kopf haben, wenn wir unseren Kabelzug justieren. Aber natürlich auch, wenn es um normale Schwerkraft geht. Das heißt, wenn es um Kurzhanteln geht, Langhanteln geht und dergleichen. Bei verschiedenen Übungen, wie zum Beispiel auch bei Seitheben. Seitheben, hier unten habe ich kaum Kraftaufwand. Geht in einer Linie runter. Hier oben habe ich maximal, denn das hier sind wieder die 90 Grad zu der Linie nach unten.
Jetzt kommen wir aber zum Kabelzug. So, da bin ich wieder mit Mike und der wird es euch jetzt demonstrieren, was wir beachten müssen. Und jetzt könnt ihr ein bisschen mitraten und da draußen mitmachen. Ratet mal, wo jetzt zum Beispiel bei Überzügen am Kabel, beliebte Übung heutzutage, und wir haben es oben über seinen Kopf quasi gefestigt, wo da die Spannung am stärksten ist. Das hier ist jetzt die Range of Motion, die er macht. Bis da unten hin und wieder nach oben. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Positionen. Bleibt mal in der obersten Harren. So, hier seht ihr, haben wir jetzt folgenden Winkel. Seine Arme und das Seil. Das ist schon fast in einer Linie, aber hier, wenn er das nur hier runterzieht und wieder hoch, ist relativ wenig Kraft darauf. Da muss er sich kaum anstrengen. Jetzt kommen wir zum größeren Teil, genau dort. Jetzt seht ihr, haben wir 90 Grad Winkel zwischen dem Kabel und seinen Armen. Hier ist die Anstrengung am größten. Selbst bei dem kleinen Gewicht habt ihr gerade schon gemerkt, macht es ihm ein bisschen so aus, in dieser Position zu bleiben. Da könnt ihr nicht lange bleiben, erst recht nicht mit großem Gewicht. Und jetzt geh mal ganz nach unten. Und da kommen wir schon zu dem Problem, das ich bei Instagramerinnen sehe. Die machen die Bewegung dann bis da unten hin. Und wir sind hier wieder fast mit dem Arm, fast in einer Linie. Hier unten wirkt es sich gar nicht mehr aus. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, wo ich glaube, das haben die gar nicht berechnet. Genau hier unten wäre die Spitzenkontraktion eigentlich von dem gesamten Rückenteil. Der, wo wir eigentlich diese Übung für machen wollen. Der ist nicht etwa genau hier im 90-Grad-Winkel. Dafür, da fängt es schon langsam an, es ist okay, es ist gut, aber dafür wollen wir es noch nicht ganz machen. Und jetzt gehen wir mit dem Körper aufrecht und machen die gleiche Übung. Jetzt seht ihr, haben wir schon die ganze Wirkung etwas anders. Wenn er jetzt ganz unten ist, haben wir hier schon nicht mehr alles in einer Linie. Hier ist schon ein bisschen mehr Kraft drauf, aber auch hier ist es noch nicht optimal. Den 90-Grad-Winkel haben wir hier, etwas weiter unten als gerade. Und wenn wir hier oben sind, haben wir wieder fast alles auf einer Linie, da wird kaum was stattfinden. Die stärkste Möglichkeit, den Rücken zu beteiligen und genau die Muskeln zu fördern, die wir damit eigentlich nutzen wollen, habt ihr, und das seht ihr schon bereits bei dem Video zu Überzügen, in einer 90-Grad-Position, wenn ihr den Arm weiter unten habt. Wir müssen es jetzt also irgendwie hinbekommen, dass wir in eine Stellung kommen, wo wir 90 Grad zum Seil haben in der untersten Bewegung. Also, wie können wir das machen? Folgendermaßen. Einmal lassen. So, wir nehmen das jetzt runter. Wenn wir das jetzt machen würden, dann hätte ich hier fast eine 90-Grad-Bewegung. Jetzt könnte ich es natürlich da vorne auch noch festmachen. Dann hätte ich ungefähr die 90 Grad. Jetzt ist das richtig anstrengend, genau hier hinten in der Spitzenkontraktion und nicht irgendwo vor der Spitzenkontraktion. Allerdings habe ich dafür hier nichts mehr. Ihr seht, das hier ist in einer Linie jetzt. Also habe ich schon wieder ein Problem. Ich habe hier keine gute Mittellösung. Also versuche ich jetzt hier einen Stretch reinzubringen. Und wenn ich das jetzt hier so mache, dann würde ich hier wieder die 90 Grad verlieren. Um die zu haben, gehe ich aufrecht hin und bringe diese Bewegung hier rein. Deswegen habe ich diese Bewegung vorgeschlagen für die Überzüge, um durchgehend einfach eine bessere Kontraktion darauf zu haben. Und das gilt für ganz viele Übungen. Beispiel, Trizepsdrücken. Mike wird es mal wieder vorführen. Die meisten, die ich sehe, die Trizepsdrücken machen, die fangen hier oben an und jetzt gehen sie hier runter. Das ist okay und das mache ich auch so, allerdings ganz gezielt, weil ich hier gar nicht die große Spitzenkontraktion haben möchte. Aber hier unten habt ihr kaum noch große Anstrengung darauf. Das hier unten zu halten, macht nicht viel aus und sogar eure Brust kann beteiligt sein, weil ihr eigentlich die direkte Leistung, die jetzt erbracht werden muss, ist, dass ihr das mit den Schultern runterdrückt und wieder nach unten. Ihr seht, nur hier findet das eigentlich statt. Hier haltet ihr es runter oder der Arm würde nach oben knicken. Da ist der Trizeps ein bisschen beteiligt. Viel stärker wäre es, wenn er sich nun hier hinstellt, wieder die Oberarme daneben und jetzt runterdrückt. Jetzt hat er Zug da, wesentlich mehr, bei dem der Trizeps beteiligt ist. Auch da kann man das wieder sehr gut steuern. Das gleiche gilt natürlich auch für den Bizeps zum Beispiel. Hier haben wir eine gute Entspannung drin. In den ersten 5 cm wird wenig geschehen, da kann er das Gewicht hochnehmen. Jetzt kommen wir zur 90-Grad-Position. Hier ist es am stärksten. Da ist wirklich was gefordert. Wenn er wieder nach oben kommt, hat er das wieder fast in einer Linie. Hier tritt wieder Entspannung ein. Und jetzt kommt mal der Test und dafür werde ich Mike mal so ein bisschen fordern. Der Junge ist nicht warm. Ich habe jetzt 60 Kilo eingestellt und jetzt gucken wir mal, was passiert, um es zu beweisen.
Geh mal immer nur bis hier hoch und mach mal damit 3 Wiederholungen. 1, 2, 3. Und jetzt halt das mal bitte, da wo meine Hand ist. Okay. Sieht ganz okay aus. Jetzt machen wir das mal anders. Jetzt ein bisschen entspannen. Jetzt gehst du zu 90 Grad hoch, hier hin, wo meine Hand ist. Und jetzt 2, 3 und jetzt halt das mal hier. Sieht schon ein bisschen anstrengender aus. Und jetzt gehen wir hoch. Hier hoch und jetzt nur hier. 5 cm und wieder hoch. Hier könnt ihr jetzt wirklich viel machen. Aber jetzt hier unten das wieder zu machen, nur hier die 5 cm bewegen auf 90 Grad. Da, das ist der schwerste Teil. Da kommt er jetzt nicht mehr zurecht. Da hat er die ganze Schwerkraft drin. Und deswegen berechnet auch das immer. Wo wollt ihr den Peak haben? Wo wollt ihr die Spitzenkontraktion haben? Wir könnten dem jetzt entgegenkommen. Ich mache das mal vor, bevor er es wieder tun muss. Wenn ich jetzt hier weiter zurückgehe, kann ich entsprechend zurück und habe jetzt auf einmal hier, weit oben, in der Spitzenkontraktion einen 90-Grad-Winkel und nicht mehr in der Mitte. Probiert mal diese verschiedenen Varianten aus. Aber vor allem, lasst euch nicht täuschen, wenn ihr Überzüge am Kabel macht oder auch, wenn ihr Seitheb am Kabel trainiert, ihr kennt das, ihr macht es hier, dann guckt, wo ihr den 90-Grad-Winkel habt zum Seil. Würde ich das hier unten festmachen, dann hätte ich den ungefähr hier. Das heißt, endlich habe ich mal hier eine Spitzenkontraktion. Ihr erinnert euch, bei Seitheben an den Kurzhanteln hätte ich die hier oben. Vielleicht wollt ihr die aber auch mal weiter unten haben. Das heißt, es ist durchaus legitim, mal hier die Spitzenkontraktion zu haben. Dann ist es am schwersten, hier rauszukommen. Und hier oben habt ihr es ein bisschen leichter. Guckt, was ihr wollt. Bringt eine Variation rein. Und sorgt dafür, dass ihr diesen toten Punkt möglichst nicht in der Bewegung drin habt. Erst recht nicht in der vermeintlichen Spitzenkontraktion. Das gibt es nur dazu zu sagen, wem das Ganze gefallen hat und nicht zu trocken war, der lässt mir gerne ein Like da. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Übungen habt, bei denen ihr das noch nicht berechnet habt und die ihr jetzt anpasst und welche Übungen das sind, bei denen ihr da besonders drauf achtet. Wir gehen jetzt endlich ins Training. Schaut euch auch mal die anderen Videos hier auf dem Kanal an. Folgt dem Ganzen und schaut mal bei proteinarena.de vorbei. Mit dem Code GOTTI15 bekommt ihr da 15% Rabatt, was nicht ganz wenig ist, je nachdem, wie viel ihr bestellt. Macht's gut, bis bald, euer Gotti. Diskutieren, ein Like und ab.